Wow, 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 wow. Wir schauen uns mal wieder Apple Design an. Also Design, das von Firmen gemacht wurde, die einfach nur A-Löcher sind und das man genau in ihrem Produkt wieder sieht. Falls ihr kein A-Loch seid, lasst gerne einen Kommentar und einen Daumen nach oben da. Hey, wenn du das öffnest, dann stimmst du den Nutzerbedingungen zu. Warum muss ich das akzeptieren? Muss ich euch anzeigen, nachdem ich es esse? Hä? Was genau esse ich da, wenn du ein iPad hast? Hier, du willst diesen Stift benutzen? Du kannst nur den Apple-Stift benutzen und dafür brauchst du natürlich so einen Konverter. Ich verstehe manchmal nicht, warum Leute Apple so mögen. Die haben extrem gute Handys, aber die machen alles so umständlich, damit sie exklusiv sind. Xbox und PlayStation Gift Card. Und dann im Kleingeschriebenen oben in der Ecke. Diese Geschenkkarte darf man nur in Target benutzen. Warum ist es dann eine PlayStation Gift Karte? Weil das wie ein PlayStation Controller aussieht? Diese Schuhe waren $250 und 230 jetzt und darunter sind 219. Das ist der Black Friday übrigens. Ihr müsst mal darauf achten, vorm Black Friday, auch auf Amazon und alles andere, wie die Sachen kurz davor erstmal angehoben werden, dass sie dann reduziert werden und dann sind sie nach Black Friday auf einmal teurer. Und ab Januar geht's meistens wieder runter. Wenn du ein Netflix-Abonnement willst, wähle deinen Plan Basic, Basic oder Premium. Und dann unten links, du willst alle Optionen sehen? Hier, der Standardplan. Weil den würden alle nehmen, weil der genau das ist, was jeder möchte. Weil 4K interessiert keinen, aber 720p, da sieht man einen Unterschied. Scan einfach hier für Öffnungszeiten. Ziel deine Kamera auf dieses schwarze Viereck. Das haben sie gut einfach mal verdeckt. Apple, da gibt es leider keinen Platz für den Kopfhöreranschluss in unserem Handy. Und auch Apple hat das SIM-Fach einfach in den iPhone 14 ausgetauscht mit einem Plastikblock. Wir haben nirgendwo Platz. Hä? Wir müssten ja ein bisschen Plastik wegnehmen. Und das Plastik ist mindestens 400 Euro wert. Instagram oder Facebook mittlerweile, ja. Viel Spaß mit unseren Games und Quizzes. Sponsort. Da fehlt nicht mehr viel und dann ist es komplett unsichtbar. Gute Idee, schaut her. Hier kann ein Rollstuhlfahrer endlich sitzen. Der sitzt doch eh schon. Ihr wollt nur, dass Obdachlose sich da nicht hinlegen können. Ich glaube, kein Rollstuhlfahrer würde da hingehen. Die würden einfach links oder rechts sich hinstellen und fertig. Übersetzt steht da laut der Kommentare, pro Portion von 0 Gramm. Kann man das noch Portion nennen, wenn du nichts isst? Oh, ich habe gerade eine Portion nichts gegessen. Oh. Das war so lecker. Ich kann mein Yahoo-Passwort nicht resetten, da ich eine neue Nummer habe. Ich bin auf deren Seite gegangen und habe gesehen, dass es ein Premium-Feature ist. Ich habe dort angerufen und mir wurde gesagt, dass ich erstmal ein Abonnement brauche für $12,95. Sind Sie Abonnent? Nee, dann dürfen wir Ihnen nicht helfen. Nee. Tschüss. Zum Glück braucht keiner mehr Yahoo-Mail. Hier ist ein Vergleich zwischen deinem jetzigen Plan und einem, den wir vorschlagen. Mein jetziger Plan $55, 55 GB fürs Handy und rechts recommended $63 für 50 GB. Also zahlst du $8 mehr für 5 GB weniger. Würde ich machen. Ich habe die Notifications geblockt von einer Webseite, auf die ich aus Versehen gegangen bin und sie putten Notifications einfach in meinen Kalender? Das geht? Ich sehe ziemlich viele Totenköpfe. Virus, 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 oh mein Gott. Ham and Eggs. Also Eier mit Schinken. Nur 99 Cent, nein. Die Null ist super outgelined. Das ist eine 8. Von ein bisschen entfernt denkst du, es sind nur 99 Cent. 500 Drohnen werden eine riesen Candy Crush Werbung in New York formen. Irgendwann wirst du nicht mehr die Sterne beobachten, sondern die Werbungen. Okay, was willst du machen? Du gehst auf irgendwas... Accept all, accept, ha, mach. Oh, da kam es gerade nicht mit. Ein Chicken Sandwich, das schaut so voll aus. Ja, deswegen niemals Sachen kaufen, die du nicht ganz sehen kannst. Wenn du es nicht kaufst, dann ändern sie das. Ganz schnell. Es geht um irgendeine Handy-App, ich wüsste gerne welche. Ich habe es gestartet mit Werbung und Pop-Ups. Die ganze Zeit sagen, hey, bewerte unser Spiel und hol dir Premium. Hi, Horizon Sump. Warum nur ein Stern? Bitte gib uns mehr Sterne, damit unsere App besser wird. Hey, wenigstens ziehen sie es durch. Advertisement 507?
Sekunden ist deine eigene Schuld, wenn du Fernsehen schaust. Und ich wusste noch nicht mal, dass da ein Timer ist. Das ist doch voll kontraproduktiv. Die wollen ja nicht, dass du genau die Zeit weg bist. Nehme ein Video von dir selbst auf. Um sicherzugehen, dass du eine echte Person bist, musst du ein Video von dir machen. Sass. Kein Wunder, dass ich Facebook nicht mag. Ich habe mich krank gefühlt und habe ein Thermometer gekauft. Es stellt sich heraus, es wird deine Temperatur nicht nehmen, bevor du die App runterlädst. Warum braucht man für alles mittlerweile eine App? Ich habe keine Lust, für jedes einzelne Gerät eine App zu haben. Muss ich dann irgendwann meinen Toaster, meine Mikrowelle oder sogar meine Heizung... Oh, sie können die Heizung nicht aufdrehen. Sie können ihren PC nicht anmachen, ohne dass sie die App benutzen. Mein Handy gegen das von meiner Mutter. Okay, links ist ein iPhone-User. Der muss für das Hockey-Game $85 zahlen und der Android-User $75. Obwohl das fürs gleiche Spiel ist. Ich glaube, das kommt dadurch, dass iPhone-User allgemein schon so viel mehr ausgeben. Denken natürlich auch solche Apps. Ja, warum nicht? Ein bisschen extra Geld machen. Immer wenn du dein Handy updatest. Hey! Hey, hier der Blablabla App Manager hat diese Sachen installiert. Ich weiß nicht, wie es beim iPhone ist. Ich glaube, beim Android ist es auch so, wie das legal ist. Wir wurden gerade bezahlt, jetzt hier die App. Viel Spaß. Die E-Mail-Adresse kann keine Nummern enthalten. Spammer haben normalerweise E-Mail-Adressen mit Nummern. Und dann kommen die Spammer nur mit komischen Namen an. Glückwunsch. 8 verpasste Anrufe von deiner Mutter. Sie möchte dir sagen, dass es gerade 40% günstiger ist, Obst und Gemüse über Oladisch zu kaufen. Ich wette, das wollte mir meine Mutter noch nie sagen. Mehr verpasste Anrufe von deiner Mutter. Von Call of Duty. Ist das echt? Habt ihr jemals sowas bekommen? Nixplay, hier. Das war $190, jetzt nur noch 150. Und dann, wenn du auf die offizielle Seite gehst. Hey, das war 150, jetzt nur noch 119. Amazon sind oft Reseller. Es ist immer günstiger oder zu 95% günstiger, nicht auf Amazon das direkt zu holen. Das Ergebnis von gestern. 29% haben Ja gesagt, 30% haben Nein gesagt. Der Balken sagt eher aus, als ob Nein 70% gesagt haben. Continue Reading. Warte, das ist ein Buch. Du hast dir ein Buch für 24 Monate gekauft, geliehen ja dann eher. Jetzt werden schon Bücher hinter einer Paywall sein und du hast nicht immer Zugriff darauf? Amazon hat meine Final Space digitale Version gelöscht. Siehst du, das hatte ich gekauft und die sind nicht mehr verfügbar. Hallo, deine gekauften Titel sind nicht mehr verfügbar wegen Lizenzproblemen. Haha, lol, danke für dein Geld. Amazon, wenn die Lizenzen auslaufen, müssten die eigentlich auch das Geld zurückgeben. Dein Adblocker blockt Posts von Freunden? Ich glaube nicht, Facebook. So funktioniert Adblocker nicht. Wenn du dir eine Bluetooth-Antenne holst und die Antenne ist einfach im Nichts drin? Ich glaube, das ist so ein Ding mit, das hilft einfach vom Gefühl her. Ich werde jetzt offiziell nie wieder ein Vegas Editing Software kaufen. Die Developer haben Vegas Pro Edit 15 einfach von Steam entfernt und löschen jetzt die Lizenzen für die Software. Ich habe $150 dafür gezahlt und habe keine Editing Software mehr. Cool. Ich benutze ja auch Vegas. Wenn ihr damit auch anfangen wollt, irgendeine alte Version irgendwo ein Key holen und dann könnt ihr für unglaublich billig ganz hoch upgraden und fertig. Wenn du versuchst, was zu googeln, Werbung, 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 Werbung. Ja, wenigstens musst du noch nicht scrollen. Das kommt erst noch. D&D Würfelset. Okay, eine Option. Keine Würfel und nichts. Für 8 Euro. Ich frag mich, wie viele Leute sich dachten, das will ich mal ausprobieren und haben dann gemerkt, oh verdammt, ich bekomme ja wirklich gar nichts. Okay, rechts schaut größer aus, rechts ist größer, aber links sind 540 Milliliter, rechts sind 515 Milliliter drin. Die Tricks, die Firmen benutzen. Star Trek, die nächste Generation. Eine Werbung genau drin? Ich frag mich, ob die Werbung wenigstens den Film im Hintergrund angehalten hat. Und das heißt, wenn du es anschauen kannst weiter, muss die Werbung selbst gesetzt worden sein. Die Firma würde ich vom Fernseher nicht nochmal nehmen. Payment. Gezahlt über eine Credit Card. Okay, man kann es also ganz schnell ändern. Manage Payment, wenn du einen anderen Plan willst. Aber wenn du es löschen willst, um das zu löschen, musst du hier anrufen zwischen der Zeit und wahrscheinlich 4 Stunden warten, bis du rankommst. Wichtig! Wenn
du das hier aufmachst, dann stimmst du den Nutzerbedingungen zu. Das kenne ich bei so Fertig-PCs. Und wenn du das hier aufmachst, dann gibt's keine Garantie mehr. Und dann haben die irgendwas verkackt im PC, warum man es aufmachen muss. Das ist eine Firma, die heißt Lyft. Sowas gibt's auch für uns in Deutschland. Ist wie so ein Taxi-Service. Man sagt, okay, ich muss jetzt da und da hinfahren. Das dauert eine Stunde und dann gibt ihr einen Preis. Links ist der Preis, den du bezahlst. Und rechts ist das, was der Fahrer bekommt. Okay, wir haben eine Hose. Zieh es. Hey, bitte ein bisschen vorsichtig sein und mach ja keine Schleife daran. Ich habe beim Kaufen aber noch nie daran gedacht, das zu überprüfen. Okay, drück irgendwo hin, dahin. Wasser. Er wollte nur was Gesundes trinken. Ich sehe das nicht. Da ist nichts. Wie hast du das überhaupt gefunden, dass da Wasser ist? Versandart. E-Mail. 2 bis 4 Stunden. Oder E-Mail. Sofort. Für 43 Cent. Hauptsache, auch den einzigen letzten Cent noch irgendwie aus jemanden rauspressen. Dave und der Busterspin ist genau auf den 500 Tickets gelandet, wo auch immer das ist, ich will's nicht wissen. Und das hat mir nur 4 Tickets gegeben. Ich hab's dem Manager gesagt und der meinte, es muss genau in der Mitte sein. Dann müsste das aber auch nur so minimaler Strich sein, bitte. Wow, wow, wow. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da.